glaube, wir kommen dem Geist näher. Die Spuren deuten alle darauf hin, dass er gerade hier war. Wir werden ihn bald fangen. Ich spüre es. Da ist er. Los, Lambo, fang ihn ein. Ihr kriegt mich nie. Oh nein, nicht der Geist, der Staubsauger. Juhu, wir haben ihn. Ein weiterer Fall gelöst. Lass uns zurück zu der Tiefschule gehen. Hey, das ist meine Schaukel. Du hast hier nichts zu suchen. Nein, das ist nicht deine Schaukel. Jeder darf sie benutzen. Hör auf damit, ich kann nicht schwimmen. Was machst du? Er hat angefangen, selber schuld. Hört auf zu streiten. Gemeinsam können wir eine Lösung finden. Wir wollen lernen, friedlich miteinander umzugehen. Wisst ihr, wo wir das gelernt haben? In der Detektivschule. Die Detektivschule? Was ist das? Es ist ein Ort, an dem wir lernen, für Probleme Lösungen zu finden. Außerdem haben wir dort über die Rechte der Kinder gelernt. Rechte der Kinder? Ja, jedes Kind hat Rechte. Zum Beispiel davor, geschützt zu werden, dass ihnen etwas passiert. Und dass alle die gleichen Rechte haben, egal wie sie aussehen oder wo sie herkommen. Wirklich? Heißt es, alle werden gleich behandelt und man darf niemandem wehtun? Genau, und es gibt noch viel mehr Rechte. Das sollten alle Kinder und Erwachsene lernen. Entschuldigung! Jetzt müssen wir zu unserem nächsten Auftrag. Es gibt einen Werwolf, den wir im Wald finden müssen. Tschüss! Ein Werwolf? Das hört sich spannend an. Sollen wir ihn auch suchen? Wenn wir ihn zuerst finden, dann dürfen wir vielleicht auch in die Detektivschule. Gute Idee, dann können wir mehr über die Kinderrechte lernen. Los, auf in den Wald! Ich weiß nicht, ob wir das tun sollen. Es ist so dunkel und unheimlich hier drin. Solange wir zusammenhalten, müssen wir ja keine Angst haben. Was war das? Ich habe Angst. Was, wenn der Werwolf uns etwas tut? Und riecht es auch wie Rauch. Wir müssen hier raus. Schnell, kommt mit mir. Ich weiß einen sicheren Weg. Danke, du hast uns gerettet. Wir haben gedacht, du bist böse. Das meinen alle, weil ich so aussehe und laufen von mir davon. Aber dabei will ich doch nur Freunde zum Spielen. Du kannst mit uns spielen. Was meint ihr? Ja! Klar! Umso mehr, umso besser. Los, hier müssen wir löschen. Wassermarsch! Gute Arbeit. Das Feuer ist gelöscht. Zum Glück ist euch nichts passiert. Danke, dass ihr zurückgekommen seid. Freunde sind füreinander da. Wieso wart ihr im Wald? Wir haben gedacht, wenn wir den Werwolf finden, dürfen wir vielleicht in die Detektivschule und mehr über die Kinderrechte lernen. Alle dürfen in die Detektivschule. Das ist Teil der Kinderrechte.
alle Kinder dürfen lernen. Wirklich? Wir auch. Klar, umso mehr Leute die Kinderrechte kennen und sich daran halten, umso besser geht es den Kindern. Wir wollen mehr über diese Rechte lernen. Dann kommt mit uns mit. Du kannst dich auch in andere Tiere verwandeln? Ich kann sein, was ich will. Los, steigt auf. Ich bringe uns alle zur Detektivschule. Könnt ihr uns auf dem Weg noch mehr von den Rechten erzählen? Klar, Kinder haben ein Recht darauf, in die Schule zu gehen. Und sie haben Recht darauf, dass man sie alle gleich behandelt, egal wie sie aussehen oder wo sie herkommen. Und man darf ihnen nicht wehtun. Niemals. Und dann gibt es noch das Recht...